Ja, herzlich willkommen zu unserem Interview zur Frage Schöpfungsglaube und Umweltethik. Wie hängt das zusammen? Und ich habe hier einen Experten eingeladen, Professor Dr. Wolfgang Schobert. Er ist Professor für systematische Theologie an unserer Universität, insofern der richtige Experte für dieses Thema. Wir kennen uns schon viele Jahre, deswegen sind wir auf Du. Und ich beginne gleich mal mit meiner ersten Frage. Also, Christen sprechen ja immer davon, dass der Schöpfungsglaube eine wichtige Motivation sein kann, ein wichtiger Beitrag sein kann zur Bearbeitung der Umweltkrise und vielleicht auch der Klimakrise. Aber muss man nicht sagen, dass Christen eigentlich da eher die Wirklichkeit verdoppeln oder vielleicht auch die Forderungen, ethischen Forderungen verdoppeln? Jeder weiß doch heutzutage, dass man mit der Umwelt schonend umgehen sollte, dass wir das Klima retten müssen. Und jetzt kommt der Theologe und sagt, und der liebe Gott sagt es aber auch noch. Ja, da müssen wir erst mal einhaken. Vielleicht wissen es alle, aber ändert sich was? Ändert sich genug? Was bewegt Menschen dazu, aus dem Wissen doch ein anderes Leben auffolgen zu lassen? Das ist schon mal die eine spannende Frage. Aber zunächst müssen wir auch genau unterscheiden, wo wir uns gerade bewegen. Wenn wir uns in einem politischen Diskurs bewegen, wenn wir etwa über Gesetze, über ethische Leitlinien und Ähnliches für gesellschaftliches Handeln diskutieren, bewegen wir uns in einem öffentlichen Raum, in denen Argumente des Glaubens nicht unmittelbar Geltung beanspruchen können. Wenn ich vom Schöpfungsglauben rede, dann hat das für viele Menschen keine oder eine nachgeordnete Bedeutung. Kurz, ich muss in einem politischen, in einem öffentlichen Raum immer nach solchen Argumenten suchen, die grundsätzlich auch für andere zustimmungsfähig sind. Das ist ja das Wesen des Politischen, dass ich Zustimmung auch von Menschen versuche zu erreichen, die aus anderen Kontexten und aus anderen Zusammenhängen kommen. Insofern ist es kein Schade, dass Christen hier, wenn es konkret um solche Fragen geht, Argumente gebrauchen, die jedermann gebrauchen könnte. Es ist geradezu das Wesen des Politischen. Also idealiter, der Redner im Bundestag, der mit der Schrift argumentiert, kann dafür keine Autorität beanspruchen. In diesem Raum. In einem anderen Raum reden wir sehr wohl von der Schrift und ihrer Autorität im spezifischen Sinne, nämlich dann, wenn wir uns darin bewegen zu sagen, was besagt der Schöpfungsglaube eigentlich genau. Also christliche Beiträge wenden sich dann auf der einen Seite an Christinnen und Christen oder an Menschen, die an Gott glauben, an einen Schöpfer glauben, und auf der anderen Seite aber auch an Menschen, die das nicht tun. Insofern müsstest du als evangelischer Theologe eigentlich ganz toll einverstanden sein mit der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, der beides versucht, erstmal biblisch zu argumentieren, christlich zu argumentieren und dann zu sagen, so, und jetzt aber auch an alle Menschen, die guten Willen sind, nochmal in säkularer Argumentation, oder? Also wir haben zwar den Reformationstag, das muss aber nicht heißen, dass man anti-ökumenisch an der Stelle sich positioniert. Nein, es ist so, der Versuch ist völlig richtig. Ja? Es kommt auch dazu, natürlich genau genommen, jede Argumentation adressiert sich, als qua Argumentation, adressiert sich immer an alle Menschen guten Willens. Ja, das so. Und dann muss man gucken, wie weit reichen das. Ich habe jetzt eben bewusst zwei Pole aufgemacht. Und dazwischen gibt es eine ganz große Zone von Menschen, die vielleicht Sympathien haben für das, was man Schöpfungsglauben nennt, ohne ihn zu teilen und Ähnliches. Wir müssen also solche Übereinstimmungsmöglichkeiten immer wieder neu aufsuchen und neu entdecken. Und man könnte ja auch noch mal zurückgehen zu dem Bundestagsabgeordneten, der jetzt da seine Rede hält und der aber ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass unter den Abgeordneten doch etliche sind, die vielleicht den Schöpfungsglauben irgendwie teilen oder zumindest eine gewisse Sympathie für ihn haben, so wie du das gerade angesprochen hast. Ja. Also das insofern kann man auch im öffentlichen Raum. Richtig. Wäre das durchaus sinnvoll und möglich. Das geht dann eher von Argument auf Zeugnis,
ja, über. Und da ist die zweite, ein zweiter Bereich drin, den du vorher angesprochen hast, die Frage der Motivation. Ja? Also was mich bewegt, eine bestimmte Haltung einzunehmen, das ist selber wiederum auf einer anderen Ebene als das Argument. Ja? Argumente erzeugen keine Motivation. Jetzt speziell bei der Schöpfungsthematik haben wir natürlich auch noch das Problem, oder wir haben eigentlich mehrere Probleme, ne, wo ich immer denke, Mensch, lohnt es eigentlich den Aufwand, dass wir da jetzt wirklich so diese Schöpfungsthematik in den Diskurs einbringen? Denn erstens gibt es ja noch leider genügend Menschen auf dieser Welt, vielleicht nicht so viel in Deutschland, aber vor allem in den USA, die noch einen wörtlichen Schöpfungsglauben haben, also die wörtlich an die Entstehungsgeschichte, der, wie sie in der Bibel, vor allem in Genesis 1 dargestellt wird, glauben, also die Welt in 6 Tagen erschaffen. Es gibt Umfragen, erst kürzlich wieder eine aus den USA, die sagt, 40% der US-Amerikaner glauben daran, dass der Mensch von Gott so geschaffen wurde, wie er ist, und zwar nicht länger her als 10.000 Jahre. So, und wenn man das weiß, ja, was machen wir mit solchen problematischen Hintergründen, die dann immer wieder dazu führen, dass wir auch hier in Deutschland vorgeworfen bekommen, ja, ihr mit eurem naiven Schöpfungsglauben, was wollt ihr denn noch damit? Erstens wissen wir seit langem, dass dieser scheinbare Konflikt zwischen Genesis 1 und einer, ja, bis hin zum Standardmodell inklusive Evolutionslehre, nur ein scheinbarer Konflikt ist. Deswegen bin ich auch immer in doppelter Hinsicht vorsichtig. Erstmal, was wörtlich heißt, in Genesis 1 steht überhaupt nicht, dass es sich damals tatsächlich so zugetragen hat. Das wissen wir doch also seit langem, das ist eine andere Gattung, das ist eine andere Art der Redeweise. Wenn ich ein Märchen wörtlich verstehe oder ein Liebesgedicht wörtlich verstehe, verstehe ich sie auch nicht als Darstellung von der Übermittlung von Informationen von Sachverhalten. Es gab kürzlich eine ganz interessante religionspädagogische Studie, wo eine Kollegin Schülerinnen und Schüler auch befragt hat, wie sie emotional darauf reagieren, auf diese verschiedenen Vorstellungen. Und da kam sehr schön raus, dass ein emotionaler Grund, warum die Leute an der Evolutionstheorie festhalten und Schöpfungsglaube ablehnen, das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Da fühle ich mich sicher, da weiß ich, ich bin auf sicherem Boden, und das mit der Schöpfung, das ist so, wabert so vor sich hin, ne? So eine unsichere Geschichte. Ja, es ist halt wissenschaftlich, und das heißt, ich kann das eigene Verhältnis dazu abgeben. Oder auch wenn wir in die Geschichte gucken, wie entsteht der Streit um die Evolutionstheorie? Da geht es in der Regel weder um Fossilien noch um Saurier oder Zebrafinken, sondern da geht es immer um sozial-ethische Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und das ist ein zweites Moment. Wenn man sagt, dies Emotionale, dass sowohl das Modell der Evolution als auch das Standardmodell der Kosmologie als wissenschaftliche Theorien sehen ab von einer Lebenswelt, in der komme ich sozusagen gar nicht vor. Ja? Das macht es deswegen so schwierig, im Ernst, wer kann sich unter diesen Zeiträumen, von denen da geredet wird, wirklich etwas vorstellen? Wer kann sie nicht nur sagen, sondern sich auch was darunter vorstellen? Und dann könnte man wieder sagen, Martin Luther mit seiner Auslegung des Schöpfungsglaubens hat eigentlich die Lebenswelt und hat eigentlich das Individuum im Blick, wenn er sagt, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, und da gibt es ja überhaupt keinen Widerspruch eigentlich zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsglauben. Ne? Und wenn wir auch die biblischen Perspektiven nehmen, die ganze Debatte hat sich immer auf Genesis 1 zugespitzt, obwohl von der Gattung und der Perspektive her Genesis 1 ein relativ exzeptioneller Text in der ganzen Schrift ist. Und dann muss man mal darf man auch genau schauen. Das ist auch das, du hast vorhin auch nach fundamentalistischen Bibelpositionen gefragt. Ich glaube, mit denen müsste man mal Bibel lesen. Wenn man hinguckt, ist da nämlich ganz wenig da. Wenn man wirklich reingeht, dann schauen wir mal Genesis 1 an. Was steht denn da und in welchem Zusammenhang steht es? Der Zusammenhang ist ein Segensspruch des Schöpfers, der diesen Menschen, den er hier geschaffen hat, ihm zum Bilde, wie es heißt, mit einem besonderen Auftrag ausstattet.
nachdem er auch vorher zu allen anderen Lebewesen gesagt hat, dass sie sich vermehren und verbreiten und die Erde erfüllen sollen. Und da haben die jetzt eine besondere Aufgabe. Machet euch die Erde untertan. Was heißt denn bei Luther das Verhältnis von untertan? Das heißt bei Luther nicht unterwerfen, sondern das ist, auch die Exegeten zeigen uns, dass es ja aus einer altorientalischen Königsvorstellung kommt, das ist zunächst einmal die Pflicht dessen, der die Macht hat, ja, seinen Bereich, für den er zuständig ist, zu pflegen und zu schützen. Insofern ist Genesis 1 überhaupt kein Widerspruch zu Genesis 2, wo es vom Bebauen und Bewahren des Gartens heißt. Dieses Untertanmachen heißt in diesem Zusammenhang, erfüllt als meine Statthalter, als Gottes Statthalter, diese Welt mit dem Willen Gottes. Ja, haben wir das gemacht? Nee, gerade das haben wir nicht gemacht und das ist das Problem. Dass Menschen Herren über die Erde sind, in diesem auch ambivalenten Sinn, und da ist vielleicht die maskuline Form tatsächlich die einzig richtige, aber gut, ja auch in diesem ambivalenten Sinn ist ja auch wahr. Wir sind die einzige Spezies, biologisch ausgedrückt, die die Biosphäre ruinieren kann. So, das ist eine Sonderstellung des Menschen in der Welt. Keine sehr glückliche. So. Also müssen wir, macht euch die Erde untertan, doch so lesen, erfüllt den Willen des Schöpfers für alle Welt in dieser Welt. Und es ist das Gegenteil von Ausbeutung. Jetzt hast du ja vorhin diesen poetischen Charakter von Genesis 1 angesprochen. Auch die Schöpfungspsalmen gibt es ja eben, Psalm 104 hast du erwähnt, wo ja der Lobpreis des Schöpfers eigentlich im Vordergrund steht. Und wir haben ja speziell im Religionsunterricht dann immer in den Lehrplänen drin stehen, die Kinder und Jugendlichen sollen die Wunder der Schöpfung entdecken. Und jetzt muss ich einfach eine kleine Anekdote erzählen aus dem Schulpraktikum. Es war 8. Klasse Mittelschule. Die Studentin hat den Unterricht gehalten mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler sollen die Wunder der Schöpfung entdecken. Und sie hat sich dazu einen Videofilm mitgebracht, der ganz schön anfing. Ja. Wirklich die Wunder der Schöpfung gezeigt, schöne Landschaften, schöne Tierwelten. Und dann kam es aber zur ersten Fressszene, ja, wo so ein Löwenrudel dann ein Elefantenjunges gecatcht haben und das zerrissen haben. Und es kam noch mehrere solche Fressszenen, bis hin zu einem Walross, das dann so ein Seehund dann in Stücke zerrissen hat, ja, dass das Blut gespritzt hat. Und die Kinder, die Jugendlichen saßen drin, die Mädchen haben schon zu kreischen angefangen und haben sich die Augen zugehalten. Und die Lehrerin, also die Studentin, hat gemerkt, es klappt irgendwie nicht so ganz, ne? Hat den Film abgebrochen, aber hat sich dann hingestellt und hat gesagt, so, jetzt wollen wir mal darüber sprechen, welche Wunder der Schöpfung ihr wahrgenommen habt. Und da ist natürlich klar, ja, also da funktioniert es auch irgendwie nicht mit dieser, ja, mit diesem relativ naiven Schöpfungsglauben. Was machen wir denn mit dieser, ja, mit dieser Tatsache, dass Schöpfung manchmal auch so grausam und so eigentlich gar nicht wunderbar ist? Ja, müssen wir verschiedene Dinge wieder anschauen. Ich bin gerade in Versuchung zu sagen, wir haben bei Genesis 1 und 2, es geht dann mit Genesis 3 weiter. Die Welt von Genesis 1 ist nicht unsere, laut biblischem Zeugnis. Mhm. Die Bibel weiß genau um diese Seite. Und wir sollen auch nicht so tun, als wären die Leute früher naiv gewesen und hätten das nicht gemerkt. Ja? Paul Gerhardt und seine wunderbaren Schöpfungslieder, er hätte und hatte genug Anlass zur Klage. Also es ist ja sozusagen erst ein unser Sonnenscheinblick, der diese Diskrepanz aufmacht, die für Menschen immer schon selbstverständlich war. Nur, was mir auffällt, ist, wir sind es gewöhnt, das Gelingende, das Schöne, das Gute für selbstverständlich zu halten und bei der Störung aufmerksam zu werden. Ja? Aber
Man redet dann so oft von dem, das ist aber dann auch wiederum etwas, was sehr für unsere Kultur spezifisch ist, das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden oder das von Darwin nie behauptete Gesetz des Stärkeren und Ähnlichem. Denn Survival of the Fittest heißt ja eigentlich auch gerade dieses, man kann auf sehr unterschiedliche Art fit sein. Dass man nämlich auch sagen muss, auch selbst in einem biologischen Sinne ist Evolution nicht zuerst Selektion, sondern es muss zuerst mal etwas da sein, was selegiert wird. Es muss einen Überschuss an Leben geben, damit so etwas wie Selektionsmechanismen überhaupt erst in Gang kommen können. Worauf also schauen wir? Wir wissen aus der theologischen Tradition, aus unserer Tradition unseres Glaubens, um die Wirklichkeit des Bösen, des Verderblichen und so weiter. Wir gehen das nicht nur den Menschen betrifft, sondern die Schöpfung insgesamt. So ist es. So ist es. Und wir gehen auch tatsächlich hier darüber weiter. Für eine rein biologische Perspektive ist das die Szene, die du gemeint hast, auch selber Ausdruck des Wunders der Evolution, die sich nämlich gerade dadurch weiterführt. Ja? Na, die armen Löwenkinder würden ja sonst verhungern. So, also diese Perspektive ist immer ambivalent, weil unsere Welt das ist. Unser biblischer Glaube geht aber ein Stück weiter. Der ist da in gewisser Weise kindlich und naiv. Insofern nämlich unser biblischer Glaube am Ende sich den neuen Himmel und die neue Erde nicht anders vorstellen kann, dass da Wolf und Schaf beieinander wohnen. Da geht er drüber hinaus. Aber gerade das hält ja fest, dass die Welt jedenfalls nach biblischer Überzeugung nicht so ist, wie sie vom Schöpfer gewollt wäre. Und interessanterweise dann eben zu dieser Hoffnungsperspektive auch die Tiere dazugehören und das Fressen und Gefressenwerden offensichtlich überwunden ist. Ja, also wenn man schon bei Genesis 1 ist, da ist das die Nahrung aller Tiere, das Gras und die Samen und der Mensch lebt nach Genesis 1 auch vegetarisch. Das weiß die Schrift, das ist nicht so und in vielen Kulturen geht das auch nicht. Das ist dann in den späteren Kapiteln der Genesis anders. Aber daran sehen wir eben, das, was wir die Schöpfung Gottes nennen, dürfen wir nicht einfach wechseln mit dem, was Natur heißt. Daraus können wir jetzt, wenn wir sozusagen am Anfang gehen, tatsächlich überschießende ethische Perspektiven auch ableiten. Daraus können wir jetzt auch vorgehen, zu sagen, da ist eine Vorstellung vom Menschsein im Blick, die vielleicht durchaus auch für Nichtglaubende attraktiv sein kann. Wir können das nicht mit dem Willen des Schöpfers begründen für Nichtglaubende, weil das ja kein gültiges Argument wäre. Aber wir können sagen, guck mal, es ist ein anderes Leben möglich. Es ist ein Leben möglich, das in diesen, ja, aus diesem, was in gewisser Weise als Einschränkung wahrgenommen wird, auch einen Gewinn sieht, Möglichkeiten sieht, Perspektiven sieht. Ja? Ich greife mir in unseren Tagen manchmal wirklich an den Kopf, dass wir jetzt von der Energiekrise reden, als ob wir nicht aus Klimagründen schon seit Dutzenden von Jahren wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Plötzlich müssen wir es. Warum können wir das Sinnvolle nicht einfach mal vorher tun, bevor wir es müssen? Und da Perspektiven des Menschseins und des Lebens zu entwickeln, glaube ich, da steckt wirklich ein Überschuss drin, den wir auch aus unseren Glaubenstraditionen aktivieren können. Von daher hast du ja jetzt im Grunde auch mit der Schöpfungstheologie die Eschatologie verbunden, was mich zu der Frage führt, reicht Schöpfungsglaube, reicht Schöpfungstheologie aus, um eine Umweltethik, eine christliche Umweltethik zu begründen? Oder müsste es da wirklich nicht noch andere weiterreichende theologische Perspektiven geben? Also ich bin ja Dogmatiker von Beruf. Und in der dogmatischen Tradition gehört zum Schöpfungsglauben immer dreierlei. Die Schöpfung am Anfang, auf die sich unsere ganze Debatte meistens leider fixiert. Viel wichtiger in der Tradition und auch für uns, das, was wir Creatio Continua nennen, also das ständige Fortgehen der Schöpfung, das, was wir auch als Schöpfung Tag für Tag erfahren können mit den Augen des Glaubens und jene neue Schöpfung.
Kurz, Schöpfungsglauben heißt dogmatisch auch schon einen viel größeren Umgriff als ein einfach sozusagen am Anfang und was will der das gemacht hat. Das Zweite ist, wenn die Leute bei mir in der Dogmatik auch eins lernen, ist, dass man eigentlich ziemlich egal, welches theologische Thema man anfängt, man sehr schnell alle in der Hand hat. Wenn wir von Schöpfung reden, müssen wir auch von Erlösung und Versöhnung reden. Wenn wir von Schöpfung, von Schuld, ne, wie du es ja vorhin schon genau, angesprochen hast, von Sünde, so ist es, reden wir vom Riss in der Schöpfung. Und natürlich ist für uns in der christlichen Theologie tatsächlich von der Mitte, also dem Christusgeschehen aus, auch das zu beleuchten, was wir Schöpfung nennen. Insofern haben wir beim Thema Schöpfung auch sämtliche theologischen Themen aufgerufen. Was mich jetzt nochmal zu der Frage führt, und vielleicht können wir da dann langsam zum Ende kommen, weil das eigentlich sehr schön den Kreis jetzt wieder schließt. Ne? Du hattest ja angefangen zu sagen, christliche Perspektiven können auch für Nichtchristen, für Nichtreligiöse Anstöße geben. Welche Anstöße aus theologischen, spirituellen Traditionen hältst du jetzt nochmal für besonders produktiv, um sie in den Diskurs einzubringen? Aber jetzt in unserem Kontext fragen wir uns natürlich auch immer besonders, was können wir denn in Religionsunterricht einbringen? Was kann in religiöser Bildung an der öffentlichen Schule denn da den Kindern und Jugendlichen mitgegeben werden? Vielleicht hast du da noch irgendwelche Ideen oder Antworten drauf. Ich habe gerade ein paar Schüler aus der damaligen Zeit im Vikariat, als ich selber noch die Chance hatte zu unterrichten, im Kopf und gerade die Einheiten über Schöpfung. Und da kann man schon sehen, was geht und was nicht. Also das eine ist, ich will es aber allgemeiner fassen, das eine ist, die von dir zitierte Lehrerin folgt ja der richtigen Einsicht, dass man das Thema von woanders her anfangen muss als den klassischen Konfliktlinien. Wenn wir aber aus einer Ökonomie des Mangels in eine Ökonomie der Dankbarkeit ein paar Schritte machen könnten, die erste Mal da sagt, was haben wir denn alles? Ja? Nicht, was fehlt? Was haben wir alles? Natürlich sofort der Blick auch auf die, die weniger haben. Der ist damit verbunden. Aber jedenfalls nicht sozusagen aus dem Anspruch heraus, sondern aus dem, was ist da und was können wir mit dem, was wir haben, machen. Das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Frage. Ja? Das ist die Frage aber auch in der Ökonomie und Ökologie. Sind wir nicht eigentlich in einer Situation eines unglaublichen Reichtums? Also das ist für mich die grundlegende Schöpfungsglaube ist für mich diese grundlegende Veränderung der Perspektive. Aus der Perspektive, ich lebe von dem, was ich nicht gemacht habe. Ich lebe von dem, was mir gegeben und geschenkt ist. Was nicht perfekt ist, aber was Leben ermöglicht und eröffnet. Mit der Perspektive sogar über die Brüche hinaus. Und zugleich lenkt christlicher Glaube ja eigentlich immer auch die Perspektive, den Fokus auf die Sinnfrage. Ne? Was macht eigentlich Leben überhaupt sinnvoll oder was macht eigentlich gelingendes Leben aus? Und dass das eben nicht nur materielle Güter sind und immer mehr haben wollen und diese Steigerungslogik mitzuvollziehen. Wir haben ja auch sowas wie eine asketische Tradition, eine asketische Spiritualität, die immer darauf Wert gelegt hat zu sagen, auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt, das wirklich zu leben, da brauche ich gar nicht so viel an Materiellem. Das wäre vielleicht ja auch so ein wichtiger Impuls. Die Asketik und die Aszetik liegen ja sehr nahe beieinander, nicht nur sprachlich. Wir Askese, da haben wir immer die Bilder des Verhärmten und Verzichten und so weiter im Blick. Das soll nach Auskunft des Neuen Testaments unser Herr Jesus auch nicht gewesen sein. Er war eher ein Fresser und Weinsäufer. Wie man ihm vorgeworfen hat, was allerdings verglichen mit heutigen Maßstäben doch auch noch ziemlich bescheiden ausgefallen sein dürfte. Aber jedenfalls dieses, da steckt auch drin eine Einübung in die Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ja?
materiell und nicht materiell. Damit etwas anzufangen, mit denen, ja, der Sinn oder das, was mein Leben sinnvoll macht, ist nicht etwas, was woanders liegt. Das ist immer unsere Perspektive. Muss ich erst noch erreichen. Wenn ich das habe, dann ist es so. Ja? Sondern ist jetzt auch da. Ja? Also eine Spiritualität der Dankbarkeit, ja, für das, was wir haben und womit, ja, wir leben können. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, ne? Ich danke dir ganz herzlich für, ja, dieses interessante Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Das war's.